Jo, ne? Jetzt kommen wir mal zu so einem heiklen Thema. Ja. Wurde ja schon ewig hier gewünscht, so ein bisschen Folk, Pickentechniken und Liedbegleitung, so, ja. Habe ich immer ganz schön viel gemacht in meinem Leben. Und viel, schon monatelang nicht mehr so wirklich. Und also diese Pickentechnik ist was für Leute, die gerne auch Lieder singen, ja, und oder sich selbst dann also begleiten möchten. Ja. Man kann dadurch irgendwie so eine schöne, ruhige, sagen wir mal, so eine Fläche, recht einfache Fläche machen, wo man dann gemütlich zu singen oder spielen kann. Ja. Und ja gut, wie gesagt, ich spiele die ganze Aktion immer mit diesen Picks. Ja. Und wie gesagt, das kann man auch mit Fingernägeln machen oder auf der Konzertgitarre auch mit normalen Fingern und so. Kommt mir halt auf die Brillanz an. Ist halt nicht ganz so leicht, man trifft das im ersten Zeit überhaupt nicht. Ja. Und was mache ich jetzt? Ich mache jetzt mal einfach, ich spiele einfach mal so ein kurzes Lied vor, damit ihr so begreift oder versteht, was ich damit meine mit dieser Picking-Technik. Ja. Ich schaue mal, ob ich das überhaupt jetzt noch kriege. Das ist eins von meinen Songs. Schauen wir mal, ob mir noch einfällt. Do believe to the warmth of the sun, but now I'm standing in the rain. But I don't care, I'm not the only one dreaming of a love to come again. Thousand miles away, mother bed old days, million times before I loved you. Thousand miles away. Oh, the bad old days, a million times before I'm loving you. Ja, so ein kleines Beispiel für Picking. Und jetzt kann ich mal rangehen, jetzt diese Technik zu zeigen. Ja. Dann muss ich erstmal überlegen, wie erstmal eine Kippe rauchen vielleicht. Also, das ist gar nicht so einfach, Freunde. Aber irgendwie kommt nicht schlecht, finde ich. Ja, okay, hängen wir noch ein Stückchen ran. Ja, was macht denn der Reini da? Ja? Also eigentlich ist es eine Mischung zwischen simpel und nicht so leicht. Blöd gesagt, ne? Ja gut, ich spiele mehrere Variationen, sind mir manchmal gar nicht bewusst, aber ich versuche, habe das jetzt mal versucht, auf eine Position zu bringen. Also immer ein gleiches Muster, ja. Akkorden ist eigentlich recht simpel. Das ist so ein E-Moll-Akkord hier, den haben wir schon ein paar Mal irgendwie geübt. Ja. Ich mache es gleich nochmal näher. Warte mal, das ist irgendwie, also ich erstmal so. Also E-Moll, ne? Ja, und dann rutsche ich einfach hier runter. Gehe jetzt, also wie so ein C-Griff im dritten Bund. Ja. Ja. Ist eigentlich so ein D mit so freien Tönen, also D9 oder irgendwie sowas. Und ja, danach spiele ich hier einen C-Griff. Vielleicht merkst du mal näher. Das hat ja keinen Wert. Da sieht ja keiner was. Oh, jetzt auch nicht. Ja, dauert schon wieder. Also fangen wir nochmal an hier. Also hier, uff. Ja, siebte und fünfte Bund. Ja. Das sind die Griffe jetzt erstmal, ja. Und jetzt verschiebe ich halt den Ringfinger.
Und greife hier so wie so ein C-Griff, ja. Also konzentrieren sollte man sich irgendwie auf die unteren 4-5 Saiten. Also die Bassseite lasse ich erstmal weg. Ja. Und nun machen wir so einen C-Griff, aber das geht ein bisschen anders. Wir müssen den so hier spielen. Diesmal hier so den Mittelfinger auf das C, also im dritten Bund. Und hier den kleinen und den Ring greifen wir hier die G und H, Quatsch, die H und E-Seite ab. Ne? Mist, irgendwie sieht man das so schlecht. So. Okay, also nochmal. Diesem C-Griff machen wir jetzt hier ein E-Moll. Dann kommt C, D und wieder E-Moll. Und das wäre jetzt so die Griffreihenfolge für dieses Stückchen. Ja? Okay.